willkommen bei der Firma Petri. Ich freue mich heute, Ihnen unseren neuen Verkaufsraum zu präsentieren. Wir haben hier erhebliche Umbauarbeiten vorgenommen und haben den Verkaufsraum mit dem Thekenbereich komplett neu gestaltet. Inzwischen haben wir hier einen Shop-Bereich, einen Agri-Shop in Zusammenarbeit mit der Firma Kramp dargestellt und unser Sortiment für die Kleingeräte ausgebaut. Ich hätte Sie begrüßen hier zum Amazone-Feldabend. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben wirklich viel Technik für Ihnen, neun Gespanne. Ein Infostand von der Firma Michelin, eine Station von der Firma Geoconcept als unser Lenksystempartner. PU335, das ist eine Maschine im Klemmbandbereich für Porree, Buntmöhren und auch Frühlingszwiebeln. In dem Bereich sind wir Marktführer, würde ich sagen, in der Ernte der Frühlingszwiebeln. Wie schätzt du das so jetzt mal so grob an, wie das sich in den nächsten Jahren hier entwickelt? Also die Resonanz ist sehr positiv. Wir haben hier einen Deutz Agrotron 6130, also aus der Modellreihe 6. Diese Modellreihe zeichnet daher aus, dass es eine einfache Maschine ist. Also hier die neue Scheibenhecke Cutthorse Spezial in der Arbeitsbreite 3 Meter mit einer mechanischen Bestellung. Unseren Mulchkörper Zenius, heute auch eine Arbeitsbreite von 3 Metern. Wir haben hier ein Deutz-Agrotron 6 C-Shift. C-Shift heißt, ich kann das Getriebe elektrohydraulisch schalten. Heißt, es ist trotzdem ein Schaltgetriebe, aber ich habe keinen Schalthebel mehr. Wir haben eine Dammhacktechnik dabei. Wir schälen den Damm leicht ab und bauen den wieder auf. Hat den Vorteil, dass wir wirklich auch großes Unkraut wegkriegen. Wir haben hier ein Einweggerät. Dieses System ist auch abgeleitet aus der Hackmaschine. Wir haben hier unseren Partner Forigo. Als Anbau haben wir im Endeffekt auch noch mal, um das so schön von der Ebene zu zeigen, hier kriegen wir das Beet ganz glatt hin. 4,60 Meter bis 6,40 Meter. Diese Maschine ist ausgelegt mit seitlichem Antrieb. Ist praktisch mit seitlichem Antrieb, heißt keine Ketten, sondern 6 Zahnräder übereinander.